Die Erklärvideos, die es mal auf diesem Kanal gab, die erfreuten sich immer großer Beliebtheit und deswegen kommen die jetzt so oder so ähnlich auch als Neuauflage wieder zurück. Dabei nehmen wir uns einfach einen bestimmten Begriff aus der Luftfahrt und erklären ihn so, dass jeder ganz genau weiß, was es damit auf sich hat. Und heute nehmen wir uns dafür einfach mal die APU, die sogenannte Auxiliary Power Unit, die Hilfsturbine, und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, APU hört man immer mal wieder. Zum Beispiel, wenn man sich den Film Sully anschaut. Nice view of the Hudson. We got one rolling back. We got both of them rolling back. I'm starting to APU. Da startet Kapitän Sullenberger nach einer kurzen Bedenkzeit, die bei einem doppelten Triebwerksausfall in unter 3000 Fuß Höhe auch durchaus nachvollziehbar ist, die sogenannte APU, und das recht zügig. Also so ganz unwichtig kann dieses Bauteil schon mal nicht sein. Gerne wird dieses Ding am Flugzeug auch als Hilfstriebwerk oder als Hilfsturbine bezeichnet, und das sagt auch schon sehr viel darüber aus, was es letztendlich dann auch ist. Und fangen wir einfach mal so an. Fast jedes moderne Flugzeug bzw. jedes größere Verkehrsflugzeug ist mit einem solchen Hilfstriebwerk ausgestattet. Wenn man es also ganz eng sieht und sowieso immer gerne den Besserwisser spielt, könnte man also fast sagen, der Airbus A380 hat nicht 4 Triebwerke, sondern 5 Triebwerke, wenn man die APU mitzählt. Ja, mit dem großen Unterschied, dass eines dieser 5 Triebwerke, also die APU, nicht dafür da ist, um das Flugzeug zu bewegen. Also mit der APU lässt sich das eigentliche Flugzeug nicht antreiben. Ganz so abwegig ist diese Aussage aber tatsächlich gar nicht, denn von der Funktionsweise her unterscheidet sich die APU gar nicht so sehr von den 4 riesigen Triebwerken, die da unter den Tragflächen des A380 hängen. Denn das Kernstück oder das, was das Kernstück bei den 4 großen Rolls-Royce-Triebwerken bildet, finden wir auch als Kernstück in der APU wieder. Wir nehmen uns also einfach mal ein modernes Trent 900-Triebwerk vom Airbus A380 oder irgendein anderes modernes Flugzeugtriebwerk, welches als sogenanntes Turbofan-Triebwerk gebaut wurde, und streichen den Nebenstrom weg. Dann wird aus dem Turbofan-Triebwerk ein Turbojet-Triebwerk. Und dann nehmen wir noch ein paar von den mittlerweile ziemlich hochkomplex aussehenden Kompressorstufen des Triebwerkes weg. Genauso benötigen wir in diesem Triebwerk nur noch eine Welle, und dann streichen wir noch ein paar von den ebenfalls sehr komplexen Turbinenstufen weg. Und das, was übrig bleibt, sieht schon sehr viel überschaubarer aus und sehr viel weniger komplex. Und das ist wohl die einfachste Form eines sogenannten Turbojet-Triebwerkes. Und das ist damit tatsächlich ein Aufbau, den man durchaus mit dem Inneren einer APU, also mit dem Inneren eines modernen Hilfstriebwerkes, vergleichen kann. Und wenn wir diesen Weg schon gegangen sind, können wir uns damit auch direkt einen großen Vorteil der APU erklären. Und zwar, wenn sie schon so ähnlich funktioniert wie die großen Triebwerke unter den Tragflächen, dann kann sie auch den gleichen Sprit nutzen. Heißt, die APU ist tatsächlich einfach mit einem Tank des Flugzeuges verbunden. Beim Airbus A320 ist das zum Beispiel der in Flugrichtung links liegende Tank in der Tragfläche. Und genauso wie die großen Triebwerke auch, nutzt die APU dann also Kerosin als Treibstoff. Und das, was dann im Inneren der APU passiert, ist durchaus vergleichbar mit dem, was in einem ganz normalen PKW-Motor, in einem ganz normalen 4-Takt-Ottomotor passiert. Im ersten Schritt wird Luft angesaugt, beziehungsweise je nach Motor bereits ein Luft-Benzin-Gemisch. Das wird dann im zweiten Schritt verdichtet, im dritten Schritt wird das Ganze gezündet, wobei es stark expandiert, und im vierten Schritt werden die Abgase ausgestoßen. Das ist die Funktionsweise eines 4-Takt-Motors, und genauso funktioniert es auch im Inneren einer APU, mit dem großen Unterschied, dass diese 4 Takte nicht hintereinander ablaufen, sondern kontinuierlich. Also benötigt man auch hier bei der APU einen Einlass, der meist irgendwo am hinteren Teil des Rumpfes des Flugzeuges platziert ist, und der öffnet sich dann, wenn man die APU startet, und man benötigt einen meist sehr gut sichtbaren, am hinteren Teil des Flugzeuges befindlichen Auslass. Dazu kann man wohl noch sagen, dass durchaus gilt, je größer das Flugzeug wird, desto größer wird auch die APU, denn so umfangreicher werden die Systeme, die von der APU versorgt werden müssen. Während sich eine A320 APU pro Stunde noch mit so etwa 120 bis 150 Litern Kerosin zufrieden
zufrieden gibt und damit durchaus gute Leistung erzielen kann, braucht eine A380 APU oder die APU einer Boeing 747 eher so 400 bis 450 Liter Kerosin pro Stunde. Das braucht man also, um das Flugzeug mit Strom und Luft zu versorgen. Das sind nämlich die beiden Aufgaben eines solchen Hilfstriebwerkes. Dazu ist eine APU meist mit ein oder zwei Generatoren verbunden, die den Flieger dann am Boden zum Beispiel, während die Triebwerke und damit auch die daran hängenden Generatoren nicht laufen, mit Strom versorgen können. So sind zum Beispiel je nach Flugzeugtyp, wenn man nur die Batterien aktiviert hat, meist noch alle Bildschirme im Cockpit schwarz, weil die Batterie einfach nicht genug Strom liefert, um alle wichtigen Systeme im Cockpit oder im Flugzeug mit Strom zu versorgen. Und dann benötigt man entweder eine sogenannte External Power, also eine vom Flughafen bereitgestellte externe Stromversorgung, oder aber man verschafft sich Abhilfe mit der APU und den daran hängenden Generatoren. Und dann kann man auch alle wichtigen Systeme im Flieger mit Strom versorgen. Kann man auf die beiden eben genannten Optionen, also auf die externe Stromversorgung des Flughafens oder auch auf die APU nicht zugreifen, dann bleiben die Bildschirme im Cockpit schwarz und auch in der Kabine lässt sich kein Kaffee kochen oder auch kein Staubsauger bedienen. Und der zweite wichtige Punkt bzw. die zweite wichtige Aufgabe der APU ist die Bereitstellung von Zapfluft, die man beispielsweise auch hier wieder am Boden ohne laufende Triebwerke dafür nutzen kann, um die Klimaanlage zu betreiben. Diese Zapfluft und damit selbstverständlich auch die APU hat aber noch eine sehr viel wichtigere Aufgabe als das vom Flughafen unabhängige Betreiben des Flugzeuges am Boden ohne Triebwerkspower. Zapfluft wird nämlich genutzt, um die eigentlichen Triebwerke des Fliegers zu starten. Heißt, man benötigt die APU, um ohne Geräte vom Flughafen die Motoren des Flugzeuges starten zu können. Flugzeugtriebwerke haben nämlich einen pneumatischen Anlasser. Also ganz grobe Reihenfolge zum Starten eines Verkehrsflugzeuges, die ihr euch merken könnt. Für den Microsoft Flugsimulator reicht das auf jeden Fall aus. Ihr aktiviert die Batterie und damit lässt sich dann der elektrische Anlasser der APU des Hilfstriebwerkes bedienen. Läuft dieses Hilfstriebwerk dann kann man wiederum die dadurch bereitgestellte Zapfluft für die pneumatischen Anlasser der eigentlichen Triebwerke nutzen. Und laufen die dann, hat man ein Verkehrsflugzeug gestartet und der Hobel läuft. Da für das Anlassen der Triebwerke möglichst viel Zapfluft von der APU benötigt wird, schaltet man die Klimaanlage für das Anlassen der Triebwerke übrigens aus. Da vielleicht einfach beim nächsten Mal drauf achten, beim Pushback oder sowas, da wo dann nun mal die Triebwerke des Fliegers normalerweise angelassen werden, da wird es dann auf einmal leise im Flugzeug. Das deutet darauf hin, dass der Pilot je nach Flugzeugtyp entweder gerade manuell die Klimaanlage ausgeschaltet hat und somit selbst dafür gesorgt hat, dass die maximale Menge an Zapfluft für den Triebwerkstart verfügbar ist, oder aber durch das Starten einer automatischen Sequenz für den Triebwerkstart, zum Beispiel ist das beim Airbus so, wird die Klimaanlage vom Flugzeug automatisch ausgeschaltet, damit die APU alles an Zapfluft, was die liefern kann, auch zu den Triebwerken bringt. Theoretisch reicht es bei den meisten Flugzeugtypen dann aus, wenn ein Triebwerk läuft. Meist aber dann, wenn alle Triebwerke laufen, wird die APU für den normalen Betrieb des Flugzeuges nicht mehr benötigt und man schaltet sie dann ab. Strom für die ganzen Systeme des Flugzeuges kommt dann von den großen Triebwerken und auch die Zapfluft nimmt man sich dann aus bestimmten Kompressorstufen der jetzt laufenden großen Triebwerke. Damit sollte Aufgabe und Funktionsweise einer sogenannten Auxiliary Power Unit eigentlich schon klar sein. Eine Sache wollte ich aber auf gar keinen Fall vergessen, und zwar gibt es ein modernes Verkehrsflugzeug, bei der das mit der APU so ein bisschen anders ist. Und zwar bei der Boeing 787. Auch der Dreamliner hat eine Auxiliary Power Unit, also auch der Dreamliner hat ein sogenanntes Hilfstriebwerk. Allerdings ist diese APU nur für die Stromversorgung des Flugzeuges zuständig. Heißt, bei dieser APU wird keine Zapfluft mehr entnommen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die Klimaanlage der Boeing 787 ist aktuell die einzige auf dem Markt, zumindest bei großen Verkehrsflugzeugen, die nicht mit Zapfluft betrieben wird. Hierfür nimmt man ganz doof gesagt einfach Luft von draußen und die Klimaanlage wird dann elektrisch betrieben. Dazu kommt, dass die beiden Triebwerke der Boeing 787 eben genau keine pneumatischen Anlasser mehr haben. Sie werden also nicht mehr mit Luft gestartet, sondern sie haben starke elektrische Anlasser. Ja, und deswegen wird der APU an dieser Stelle auch keine Zapfluft mehr entnommen. Damit ist die 787 übrigens aktuell das einzige große Verkehrsflugzeug, bei der man das sogenannte aerotoxische Syndrom komplett ausschließen kann. Und damit dürfte einiges über die APU, ihre Funktionsweise und ihre Aufgaben klar geworden sein. Als Passagier erkennt ihr übrigens ganz leicht, ob die APU läuft, wenn ihr zum Beispiel im Flughafengebäude steht und hinten aus diesem APU-Auslass so heiße Luft rausflimmert, dann wisst ihr, das Hilfstriebwerk läuft schon. Oder aber zum Beispiel, wenn ihr über Treppen in das Flugzeug einsteigt, vor allem wenn ihr dann durch die hinteren
anderen Türen reingeht, dann kriegt man das auch ganz leicht mit, weil dann denkt man sich immer, warum ist das so verdammt laut, obwohl die Triebwerke nicht laufen. Das ist die APU, die da so mächtig Krach macht. So viel also zu dem Thema. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch dabei. Und dann wollte ich noch mal ein bisschen was sagen zu der Aktion, die wir gestern gestartet haben. Und zwar freue ich mich sehr darüber, dass so viele von euch schon mitgemacht haben. Wir konnten jetzt schon, also wir haben direkt gestern angefangen mit der Auswertung und wir konnten jetzt schon mehrere hundert richtig gute Ergebnisse erzielen. Also vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung. Ihr bekommt dann auch eine Nachricht von uns, damit ihr auch euren Schlüsselanhänger bekommt. Das ist versprochen. Und für alle, die da noch nicht mitgemacht haben, ihr könnt da jetzt noch mitmachen. Ich habe euch den Link zu dem Erklärvideo bzw. den Link zu der Internetseite, wo ihr da mitmachen könnt, wieder unten in die Videobeschreibung gepackt. Und für die Leute, die schon mitgemacht haben, ist es vielleicht auch nochmal ganz interessant. Es gibt zwar nicht noch einen zweiten Schlüsselanhänger dazu, aber ihr würdet mir wieder einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr trotzdem nochmal mitmacht, denn ihr findet jetzt einen neuen Brief auf der Internetseite. Gestern, den Brief, den ihr dort gesehen habt, den habt ihr dann ja schon durchgearbeitet. Ihr habt dann eure ganz individuelle Google-Suche aus diesem Brief zusammengebastelt und dementsprechend im Internet gesucht und dementsprechend dann ja auch eine Lösung gefunden. Jetzt könnt ihr aber bei dem neuen Brief eine neue Suche zusammenbasteln und diese Suchworte würden uns natürlich auch sehr interessieren. Wie gesagt, ihr habt schon in den letzten 24 Stunden wahnsinnig gute Ergebnisse abgeliefert und es würde mich sehr freuen, wenn einige von euch noch mitmachen möchten bzw. nochmal mitmachen möchten. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.